Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leider gibt es heute kein Update. Wir haben den 14. Februar und es ist kein Update gekommen. Aber egal, herzlich willkommen zum 51. Shop-Update und herzlichen Valentinstag euch allen. Ich hoffe, ihr habt euren Liebsten was geschenkt und euch selber was geschenkt. Wir gucken erstmal, was wir bei Dagobert haben. Und dann kriegen wir erstmal ein neues Shop-Update, beziehungsweise ein Update mit keinen neuen Sachen. Heute wäre der perfekte Tag für ein Update gewesen, der perfekte Tag. Leider ist nichts gekommen. Am Montag hatten sie nochmal was gepostet über den Sternfahrt. Darum hätte ich jetzt wirklich felsenfest damit gerechnet, dass sie am Dienstag vielleicht noch irgendwo bei Facebook oder Twitter was posten und sagen, morgen kommt es. Tja, da werden wir uns nochmal gedulden müssen. Entweder nächste Woche Mittwoch oder übernächste Woche Mittwoch. Ich werde jetzt auch kein Datum mehr nennen. Wir werden jetzt einfach warten. Wir warten, warten, warten. Ich werde jetzt auch nicht mehr spekulieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie viel Zeit haben wir noch? 1 Minute 47. Ich kaufe erstmal den ganzen Kram hier. Oh, jetzt können wir die alten Sachen vom letzten Mal gar nicht so schnell durchgehen. Ja, müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann ihr denkt, wann es jetzt kommt. Vielleicht kommt es auch am 27., wie viele geschrieben haben. Ich weiß es leider nicht. Aber dann freuen wir uns halt. Vorfreude ist ja die schönste Freude. Und hoffen einfach, dass dafür ein geiles Update wird. Vielleicht viele Fehlerbehebungen. Vielleicht werden viele Bugs entfernt. Vielleicht kriegen wir mehr als nur einen neuen Sternfahrt, zwei neue Leute und wie ein Traumbündel. Vielleicht neue Features. Vielleicht wird mal Dream Snaps überarbeitet. Oder vielleicht mal der Online-Modus, weil wir kriegen neue Sachen. Mal gucken. Also wenn sie sich so viel Zeit lassen, das ist nicht umsonst. Irgendwas werden sie schon dabei denken. Genau, eine Minute haben wir noch. Ski-Outfit war sehr, sehr cool letzte Woche. 1500 Mondsteine kann man machen. Sieht gut aus. Winterliches Traumschloss ist auch mal ganz hübsch. Sehr teuer natürlich. Ruchloses Set hatten wir auch schon ein paar Mal. 3750 Mondsteine muss man immer wissen, ob man die für Skins ausgeben möchte. Die Hirsche sind sehr, sehr gut. 1000 Mondsteine kann ich nur empfehlen. Zweite Seite hatten wir noch. Rot-Trio, auch super, super schön. 1500 Mondsteine kannst du auch machen. Eines der schönsten Möbelsets oder Deko-Sets überhaupt im Spiel. Die Begleiter, ja, ne, brauchen wir nicht so unbedingt, habe ich mir jetzt aber einfach mal geholt, damit ich einfach alles komplett habe. Wir werden uns jetzt alles kaufen. Viel fehlt mir, glaube ich, nicht mehr. Ensemble des Feldtags ist noch ganz nett. Ja, und die Bilder sind auch ganz schön. Die habe ich mir jetzt sogar ins Wohnzimmer hingehangen. Genau, mal gucken, ob wir heute nochmal zwei Seiten bekommen. Vielleicht kommt jetzt um 15 Uhr auch plötzlich das Update. Nein, glaube ich nicht. Das werden sie vorher immer schon ankündigen. Ich hoffe, nächste Woche wäre schön, aber ich habe jetzt, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es ja auch erst im März. Keine, ich weiß es wirklich nicht. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und krieg ich eine Sache, die ich noch nicht gekauft habe? Ich glaube, ein, zwei Sachen fehlen mir noch. Glaube ich. Vor allem von diesen Art Deco-Möbeln würden mir noch ein paar Sachen fehlen. Schauen wir mal. Und, oh, da fehlen mir tatsächlich nur zwei Sachen. Ja, sehr gut. Da kann ich euch das auch zeigen. Genau, einmal das Süßigkeitenhaus ist jetzt, glaube ich, auch schon das fünfte, sechste Mal da oder sowas, ne? Ja, die Flügel, ja, sind auch ganz nett. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Die sind eigentlich ganz schön. Regenschirme, ja, wir kaufen sie jetzt einfach. 1200 Mondsteine, es ist komplett unnötig. Ich zeige es euch nochmal. Wir nehmen natürlich alles mit. Ich werde natürlich immer alles kaufen, um euch die Sachen zu zeigen, damit ihr es nicht tun müsst, damit ihr die Mondsteine spart, kaufe ich mir diesen Blödsinn. Und die schönen Bilder, genau, da habe ich jetzt alle Bilder zusammen. Sehr gut. Zeige ich euch dann auch nochmal. Das wäre die Capture-Card, die Aufnahmekarte, spinnt mal wieder. Hat jetzt eigentlich immer wunderbar funktioniert. Die will auch das Update haben. Drei wunderschöne Bilder, genau. So, jetzt zeige ich euch erstmal, würde ich sagen, die Regenschirme. Ist halt genauso unnötig wie diese Tragetasche, ne? Genau, geht ja immer auf Garderobe und dann auf Zugehör. Und da habe ich ja letztens schon die anderen Schirme geholt. Hier, das sind jetzt die neuen. Ja. Einfach von den unglaublichen rosa-lila Regenschirm. Genau, da könnt ihr halt damit durchs Valley laufen. Mehr könnt ihr damit leider nicht machen. Keine Bilder. Vielleicht kann man es ab dem nächsten Update, dass man damit auch Bilder machen kann. Ja, es bringt halt wirklich leider nichts. Es wäre zumindest cool, wenn es einen trocken halten würde. Aber man wird ja nicht mal nass. Vielleicht machen sie es irgendwann, dass die Klamotten mal nass werden bei Regen. Das wäre natürlich auch sehr, sehr cool. Aber, ja, ist Unsinn, ne? Müsst ihr natürlich wissen, ich würde es nicht empfehlen. Ist halt Quatsch. Quatsch mit Soße. Dann zeige ich euch nochmal die Bilder. Genau. Aber witzig, dass genau zwei Sachen dabei sind, die ich noch nicht habe. Das ist schon lustig. Aus diesem großen Repertoire eigentlich. Genau, da habe ich schon welche hingehangen. Ja, man müsste sie noch ein bisschen anders hinhängen. Aber ich zeige es euch nochmal. Genau, ist das Tapete? Ne, Wand, ne? Die sind eigentlich ganz schön, die Bilder. Jetzt sollte ich eigentlich auch die ganze Kollektion haben. Das finde ich schon mal sehr erfreulich.
Ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich alles gekauft, was es gibt beim Mondstein-Shop. Ich hänge sie mal, mach sie mal hier eben schnell hin. Genau, habt ihr einmal Schneewittchen. Dann haben wir einmal Vaiana. Und einmal Simba, genau, ja. Damit haben wir die Kollektion durch. Genau, die drei Bilder gibt es, die zwei gab es im Sternfahrt. Und die haben wir hier. Oh, hier hängt auch noch ein Bild. Das Goofy-Bild da oben. Olli, du wirst mich nicht mehr los. Ich verfolge dich bis in deine Träume. Ja, sind ganz schön, die Bilder. Ne? Kann ich empfehlen, sind gut. Passt doch preislich. Regenschirme nicht kaufen. Nicht kaufen. Bitte, bitte, bitte nicht. Also, außer ihr habt zu viele Mondsteine und ihr wollt wirklich die komplette Sammlung an Mondsteinmöbeln und Klamotten und so weiter haben. Ne? Auf eigene Gefahr. Aber die sind komplett unnötig. Wirklich. Und ich finde den noch nicht mal besonders schön, den von Unglaubliche. Genau, das Süßigkeitenhaus, da können wir auch nochmal eben hingehen. Habe ich noch ein Menü zum Essen, wunderbar. Das müsste eigentlich bei mir auf der Lichtung des Vertrauens stehen. Auch schon super, super oft gekommen. Ich bin leider kein großer Fan der Süßigkeitenhäuser der beiden. Ich mag das von Vanellope aber noch lieber. Ich weiß nicht, wo ich so richtig hinstellen soll. Ich mag leider auch diesen Süßigkeitenboden nicht so gerne. Ich weiß auch nicht, das sticht leider immer aus, irgendwie aus allen Biomen raus. Oder haben wir es überhaupt noch stehen? Habe ich es entfernt? Okay, dann muss ich mal gucken. Garderobe. Ne, Möbel. Häuschen? Oder habe ich es so anders hingestellt? Kann sein, dass es in der Wüste bei mir steht, ne? Ne, irgendwo ist es. Ist in diesem Dorf platziert. Okay, wo haben wir es denn? Habe ich es vielleicht sonnige Ebene gestellt? Ach ne, ich habe es ja hier, Lichtung des Vertrauens. Genau, ja, hier seht ihr es nochmal, genau. Ja, ne? Also wenn es ein Süßigkeiten-Biom geben würde, würde ich das feiern. Aber ich finde, wenn, dann passt es vielleicht noch hier rein. Viele haben es auch in den eisigen Höhen gemacht. Ist auch ganz schön. Hier habe ich das ein bisschen dekoriert. Aber ich mag auch diesen Boden nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Es gibt, glaube ich, welche, die mögen das oder lieben es. Und es gibt die, die mögen es nicht so oder hassen es sogar. Hassen tue ich es nicht. Ich mag es auch nicht so wirklich gerne. Weil es so aus allen heraussticht. Das, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da kein großer, ich weiß auch nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Mir gefällt es auch nicht so wirklich. Oh, aber der, guck mal hier, der, die Klimaanlage läuft wieder. Haben sie, die geht wieder, die dreht sich wieder. Ja, okay. Die war nämlich mal eine Zeit lang weg, die Klimaanlage. Okay, das ist sogar, noch, das ist sogar von hinten. Ich drehe es euch nochmal. Aber ja, sieht süß aus, aber Süßigkeiten-Biom wäre irgendwann nochmal cool, genau. Und was hatten wir noch? Die Flügelchen. Ich glaube, das war da noch alles. Setzen wir uns die nochmal auf. Die sind auch schön. Also für mich auch die schönsten Flügel. Die sind auch so schön zart durchsichtig. Genau, die sind das hier. Durchsichtige Feenflügel. Ja, sind glaube ich auch die von Tinkerbell. Genau. Sind auch schön. Ich mag die auch sehr gerne. Schön transparent. Locker, leicht, flockig. Ne? Kann man sich auf die Waage stellen, ohne dass man irgendwie einen Schock bekommt oder so. Genau. Genau, das waren die Sachen. Wir gucken uns das nochmal alles an. Leider auch wieder nur eine Seite. Ich verstehe auch nicht, warum sie manchmal jetzt zwei machen, dann wieder nur eine Seite. Aber Süßigkeitenhaus. 3750 Mondsteine muss man halt wissen. Es ist nicht ganz mein Geschmack, aber es ist okay. Ne? Die Flügel sind schön. 1750 Mondsteine finde ich ganz süß. Regenschirme komplett unnötig. Wirklich unnötig. Müsst ihr halt wissen. Ne? Müsst ihr halt wissen. Ich finde auch die Farben nicht so schön. Die Bilder sind aber ganz cool für 1200 Mondsteine. Ja, die finde ich eigentlich ganz, die finde ich eigentlich ganz ansprechend. Okay, Leute, alles klar. Dann hoffen wir, dass nächste Woche das Update kommt. Es wäre heute so toll gewesen mit Valentinstag und so, aber lasst mir die Entwickler ihre Zeit, sehen wir es positiv. Wir schaffen die Woche jetzt auch noch, oder die zwei, oder drei, oder vier. Ich glaube, die nächsten zwei Wochen wird es kommen. Auf jeden Fall noch im Februar. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, danke schön. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch gekauft habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder auch Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.